So, da wären wir wieder. Ich lasse schon mal die Zeit weiterlaufen und währenddessen erzähle ich, was ich so gemacht habe in der Zwischenzeit. War nicht wirklich viel. Ich habe mir einfach die zweite Folge nochmal genau angeguckt, wo denn unser Startpunkt liegt. Also wo denn die Metallschichten sind. Und wir haben Deep Metals. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich in die erste wie heißt das? Katakombe? Nein. In das erste Höhlensystem durchbuddeln müssen. Oder jedenfalls es riskieren, das zu treffen. Denn hier oben werden wir nichts Ordentliches finden. Was sagt unsere Mine? Unsere Mine sagt, hier ist noch nichts gemacht. Hier oben sehe ich auch noch nichts. Und wir haben wieder Goblins. Oder Kobolde. Nee, jetzt sind es schon Goblins. Am Anfang hatten wir diese Kobold-Snatcher und jetzt sind es Goblin Thieves, also Diebe. Aber die dürften ganz schnell von unseren Hunden vertrieben werden. Die sind auch nicht aggressiv. Also sobald einmal jemand einen Goblin gesehen hat, läuft der Goblin weg. Das passt schon. So, was ich gerade machen wollte, war die Mine. Hier. Und dann gucken, ob hier irgendwo inzwischen Metall freigelegt wurde. Also Metall außer Bismuthinit. Aber das schaut nicht gut aus. Also wir könnten weiter runtergehen. Aber wie gesagt, dann stoßen wir irgendwann auf die Untergrundhöhlen. Und das wollte ich ja nicht unbedingt. Oh, die Brücke ist fertig. Dann verbinden wir doch mal Brücke, die da, mit Mechanismen. So. Den Hebel drücken wir noch nicht, denn ich will erstmal dann was reinschmeißen, damit wir es auch gleich testen können. Oh, und wir haben schon wieder Frühling. Das ist ja schick. Also wir könnten theoretisch jetzt wieder rausgehen und ganz viel Holz hacken. Aber so wirkliche Holzprobleme haben wir zurzeit ja nicht. Das passt schon. So, weiter. Wir sollten auf jeden Fall diesen Bereich hier noch mehr sichern. Also dass, falls wir jetzt wirklich in die Höhlensysteme eindringen, dass denn die Monster von da nicht sofort hier einfach reinstürmen können. Das heißt, wir machen da oben am besten nochmal eine Luke drauf. Und zwar ein Floor Hatch. Hatch Cover haben wir keine mehr. Ah, okay. Da stellen wir gleich mal ganz viele von her. Denn ich will ja auch eigentlich alle meine Treppen dadurch sichern. Und wir haben schon wieder einen Dieb. Da unten. Aber ja, ich will ganz viele Hatch Cover haben, um alle Treppen einmal zu sichern. Das heißt, wir brechen hier mal die Türen ab. Und machen Hatch Cover, Hatch Cover, Hatch Cover, Hatch Cover. Das Abgebrochene ist jetzt nicht wirklich weg. Denn wir haben im Jobmanager immer noch den Auftrag, so und so viele Türen zu erledigen. Das heißt, wir haben jetzt zwar 10 Stück abgebrochen, aber die 10 Stück werden wieder auf die Liste gepackt, sobald das hier abgearbeitet ist. Das ist schon ein recht intelligentes System. So, ich wollte unten noch Holz verbrennen, da wir recht viel über haben. Charcoal, 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 Charcoal. So, 20 Stück sollte erstmal reichen. Dann haben wir inzwischen ein paar Türen. Ja, sehr schön. Dann können wir die Räume ordentlich definieren. Granittür, jo. Da auch noch eine, da auch noch eine. Da auch und da auch. So, die dürften jetzt gleich ganz schnell gesetzt werden. Und dann kriegt unser Sheriff und unser Bürgermeister auch endlich mal ordentliche Räume. Und Krompel schmeißt eine Party. Okay. So, haben wir den Sheriff denn schon gemacht? Ja, haben wir schon. Captain of the Guard. Webster. Das heißt. Ah, hier ist Webster schon eingezogen. Das ist okay. Machen wir hier ein Dining Room draus. Den kriegt auch Webster. Und hier draus machen wir dann einen Throne Room oder Study. So, den kriegt auch Webster. Das heißt, eigentlich dürfte er jetzt nicht mehr meckern. Captain of the Guard. Ah. Er hat ein Modest Office und er braucht ein Office. Das heißt, wir müssen noch ein paar Kinkerlitzchen da reinstellen. Also Statuen oder die Sachen hier, die wir ja eh haben. Also eine Kiste, ein Kleiderschrank, ein Waffenständer und ein Rüstungsständer. Die müssten wir auch haben. Das heißt, die verteilen wir einfach jetzt auf die drei Räume. Und dadurch dürfte deren Wert eh steigen. Wir haben kein Armor Stand. Wir haben kein Coffin. Und wir haben kein Cabinet. Ja.
Ja, wieder etwas, das unsere Masons machen dürfen. Also wir könnten es auch aus Holz machen, aber das Holz habe ich dann lieber für die Kohle oder für Fässer. Da müssen die halt auch noch ein bisschen warten. Aber wir können hier oben schon mal definieren. Das wird das Zimmer von Gerugon. Das wird der Dining Room von Gerugon. Und das wird nicht nochmal ein Dining Room, der braucht keine zwei. Das wird seine Study. So, meckert er auch? Ja, er meckert auch. Und er braucht sogar noch was Höheres. Also unser Captain of the Guard bräuchte einfach nur Offices, also einfach nur ein Büro, und er braucht ein Decent Office, also schon ein ordentliches Büro. Apropos Masons, wie schaut die Mauer aus? Geht, hier ist unterbrochen, unterbrochen, das wird noch wegen dem Adler sein, oder diesem Peregrin irgendwas. Oh oh. Der Besessene Nummer 6. Mal gucken, wo er jetzt hingeht. Und diesmal verfolge ich den gleich. So. Tada. Und er läuft zu unserem Hauptkorridor und zu einem Craftsdwarfs Workshop. Schade, schade. Ich hoffe hier immer, dass sie in die Schmiede laufen und da irgendwie ein Adamantium-Langschwert herstellen. Aber das geht wohl nicht. Zumal wir noch Adamantium bräuchten. Und das dauert wohl noch eine ganze Weile. Er ist aber gut am Flitzen. Hat er jetzt alles? Nee, anscheinend fehlt irgendwas. Jetzt müssen wir hier dran erkennen, was er denn braucht. Er hätte gerne Leder. Er hätte gerne Stein. Baum des Lebens. Blockbricks. Also Stein des Lebens wird Holz sein. Das hatte er. Also Baumleben. Blockbricks. Bricks, Bricks. Das könnte das Neue sein. Also Lehm, Ziegel. Da muss ich jetzt mal ins Wiki gucken. Zwergenwiki, hilf mir. So, gebe ich einfach mal ein Bricks. Potter. Ja. Kann man herstellen an einem Kiln oder an einem Magma-Kiln? Ein Kiln haben wir, oder? Das war ein stinknormaler Ofen eigentlich. Hier waren die Lederer-Sachen, nee. Craftsdorf Workshop. Hier haben wir Smelter. Nee, wir haben kein Kiln. Das müssen wir ganz schnell ändern, bevor er durchdreht. Unter was ist der Kiln? Ich glaube, der ist gar nicht unter den Workshops, sondern unter den Furnaces. Ja, da ist er. Da kommt jetzt der Kiln hin. Nicht aus Kohle bauen, bitte, sondern aus... Oh, wir haben nur noch einen Granit. Das geht ja gar nicht. Vielleicht fehlt doch einfach nur der Stein. Das wäre ja lächerlich. Okay. Ihr meiner Leute, wir brauchen wieder mehr Granit. Das heißt, ihr dürft wieder ganze Blöcke hier abbauen. So. Und dann lassen wir immer nur die vier Eckpfeiler stehen, damit das einigermaßen stabil bleibt. Also ich habe zwar in den Kommentaren gelesen, dass ein Zuschauer probiert hat, einen riesigen Bereich zu verbinden und der ist trotzdem nicht eingestürzt. Aber man muss ja nichts extra riskieren. So, da unten ist wieder ein Dieb. Ist okay. Und was machen unsere Miner? Wird da schon alles angenommen? Ne, ich sehe da nirgendwo was blinken. Gucke ich mal kurz in den Therapist, ob da überhaupt genug Mining-Jobs verteilt sind. Also unsere Grunts sind alles Miner. Ist okay. Und der Sarge. Wie viele Mining Picks haben wir denn? Sonst können wir einfach noch ein paar Hauler dazu abstellen, dass sie auch ein bisschen Mining betreiben. Wir haben ja eh zu viele Arbeitslose. Das müsste unter Waffen sein. Wir haben Copper Picks 4, Bronze Picks 1. Wir haben viel zu wenig Picks. Also wir haben jetzt gerade so viele, dass 5 von den 6 Grunts arbeiten können. Das heißt, ein Grunt kann gar nicht arbeiten, der Sarge auch nicht. Das geht gar nicht. Wir müssen gleich mal ein paar Picks herstellen. Haben wir noch Metall über, in Anführungszeichen? Wir dürften recht viel Kupfer haben, zum Beispiel. Wir haben gar kein Kupfer. Wir haben Bismutin ganz viel. Wir haben Bronzebarren, daraus will ich aber nichts herstellen. Wir hatten noch Sachen eingekauft, die wir einschmelzen wollten. Das können wir doch jetzt mal machen. Und zwar haben wir eine Kupfer-Battle-Axe. Kann eingeschmolzen werden. Copper Crossbows kann eingeschmelzen werden. Bronze Warhammer. Ne, den nicht.
Bismut-Bronze. Der kann auch eingeschmolzen werden. Copperpicks auf keinen Fall. Das ganze Holzzeug können wir nicht einschmelzen. Die Bolzen, da weiß ich jetzt nicht, wie das ist. Ob da jetzt ein Bolzen zur Zeit eingeschmolzen wird, das wäre eine ganz schöne Verschwendung. Oder ob da gleich ein ganzer Stack benutzt wird. Da muss ich mich mal schlau machen. So, Schilder. Ein Kupferschild, das kann auch eingeschmolzen werden. Tschö. Und das war's dann, glaube ich, schon an Metallsachen. Oder Käfige müssen wir noch ein paar haben. Wo sind Cages? Ah, da sind Cages. Ja, Kupfer, Nickel, Zink, Zinn, Blei. Schön, schön. Wird alles eingeschmolzen. Dafür werden wir eine Menge Kohle brauchen. Aber wir haben ja noch 41 Stück. Ah, oh, das reicht schon. Müssen wir nur schnell zu unseren Smeltern. Da. Und Melt Object auf Repeat. Und Melt Object auf Repeat. Und auch ja gucken, dass jemand den Job eingestellt hat. Ja, unser Wayne of Games und Tammy haben beide Furnace aktiviert. Das heißt, das müsste klappen. Und da schleppen sie auch schon die ersten Käfige an. Sehr schön. Wer ist es? Wayne of Games. Sehr schön. Was machen die Miner immer noch? Ich brauche Granit, sonst dreht der Junge durch. Machen nichts. Immer wieder schön pausieren. Ist denn der Kiln inzwischen fertig? Ja, ist er. Wir hätten gerne Claybricks. Claybricks. Gucken wir mal, ob eine Fehlermeldung kommt. Seetangtung kann keine Türen herstellen, er braucht Steine. Ja, das ist okay. Es kam aber keine Fehlermeldung wegen der Claybricks. Das ist schon mal gut. Jetzt muss ich nur im Therapist gucken, wo genau drunter Clay, Crafting oder wie auch immer das heißt, fällt. Pottery wahrscheinlich. Da haben wir noch gar keinen. Das heißt, wir gehen einfach mal hier rein und suchen uns einen Hauler aus, der noch nichts zu tun hat. Moritzenvoll zum Beispiel. Und du bleibst moritzenvoll, aber du bist jetzt Potter. Das heißt, wir müssen bei ihm auch noch die Jobs einstellen. Zack, zack. Das war unter Farming und Related. Nee, war es nicht. Unter Crafts. Er hatte Stonecraft an. Das kann erstmal weg. Da haben wir ja genug. Und Pottery an. So, das heißt, er flitzt jetzt hoffentlich gleich hier runter und macht die Lehmziegel, die wir brauchen. Sicherheitshalber sollten wir schon mal unsere Miliz hier hinstellen. Oh, und er wird sein Hühnchen umbringen. Ist das ein Hühnchen? Ein Truthahn. Das ist sein Haustier. Oh, und es ist Leberfriesel. Das ist unser Arzt. Unser Arzt sollte nicht unbedingt sterben. Das wäre nicht so toll. Na gut. Trupp. Aktivieren. Movement-Befehl. Dahin. Ist er bewaffnet? Inventar. Nö. Und hat nur Wollkleidung an. Ja, das wird ein One-Hit. Also, wir hoffen, dass es nicht dazu kommt. Aber wenn es dazu kommt, wird es ein One-Hit. Und da kommt der Erste. Sehr schön. Das könnte klappen. Also, wenn es wirklich das ist, was ich dachte, dass es ist, dann müsste gleich Leberfriesel hier hochgelaufen kommen und sich sofort den Brick schnappen. Oder man braucht mehrere Sachen, um den Brick herzustellen. Irgendwie läuft er hier immer hin und her. Ah, er braucht wahrscheinlich erstmal Lehm, direkt irgendwo aus dem Boden. Dann braucht er Kohle, um das Ganze nachher zu härten. Ha. Was sind das hier für Fehlermeldungen? Wir haben nichts mehr zum Einschmelzen. Nein, wir wurden von einem Tierzel Peregrim unterbrochen. Das wird wahrscheinlich wieder irgendein Adler sein. Wir wurden mitten in der Festung davon unterbrochen? Ha. Da gehe ich doch mal auf U, auf andere. Und da ist der Tierzel Peregrim. Zoom. Und der ist hier mitten im Gang. Ja. Militärsquad, ihr müsst nicht mehr da warten. Ihr könnt zwischendurch mal das Ding da umbringen.
So, Kill, Terzel, Peregrin. Kann ich den auch verfolgen? Ja, kann ich. Sehr schön. Stirb, Terzel, Peregrin. Er ist flink. Benny Hill Musik an. Ah, da haben wir ihn erwischt. Sehr schön. Und mir wurde gesagt, mit Shift P oder mit P? Shift P? Könnte ich mir die Kampfdialoge angucken. War das Shift C? Da habe ich wohl irgendwas falsch verstanden. Gucke ich mal ganz kurz hier. Reports. Kredas ist fighting. Enter. Keine Nachrichten. Ah, da ist der Tierzel Peregrin. Und hier können wir jetzt genau nachgucken, was genau im Kampf passiert ist. Also anscheinend hat Hex mit dem Eisenschild auf den Vogel eingeschlagen und der Eisenschild ist stecken geblieben. Und dann ist Hex aufgestanden. Das heißt, im Sitzen hat er mit dem Eisenschild auf einen Vogel eingeschlagen. So doll, dass es stecken geblieben ist. Und so groß sind die Vögel wahrscheinlich gar nicht. Das muss echt komisch ausgesehen haben. Aber gut. Das war's mit dem Vogel. Das heißt, Killbefehl aufheben, Move-Befehl einstellen. Und bitte da hingehen. So. Und in der nächsten Folge gucken wir, ob er durchdreht oder nicht. Und bis gleich.